Moin, schön, dass du auf meinem Kanal bist. Herzlich willkommen. Ich möchte mir jetzt Citadel Forge with Fire, also geschmiedet mit Feuer soll das wohl heißen, anschauen. Ich gehe jetzt erstmal ins Tutorial. Ich glaube, da kommt man ohnehin nicht drum rum. Dieses Spiel hat volle Controller-Unterstützung, obwohl da nicht alles mitgemacht werden kann, was im Spiel möglich ist. Ich muss also mal gucken, was davon noch tastaturmäßig gemacht werden muss. Aber das ist eine Sache, wenn man so ein Spiel öfter spielt, da kommt man ja auch schnell rein. Ich möchte jetzt mal gucken, was das für ein Spiel ist, ne? Ich nehme jetzt mal ein lokales Spiel, das ist auch ein Online-Spiel. MMO wohl, keine Ahnung, aber ich möchte jetzt erstmal online gucken und drücke A. Citadel Dev 1, Spieler gegen Spieler. Deaktiviert. So, das ist deaktiviert. Also PvP habe ich keinen Bock drauf. Spieler mit Multiplikatorerfahrung. Aha, mache ich jetzt einen Server oder was? Citadel Dev 01. Machen wir mal 1,4, der wollen wir ein bisschen Gas geben. So, fortsetzen. Citadel Forge with Fire. Also die Meinungen bei Steam dazu sind gemischt, aber die neueren Meinungen sind sehr positiv. Die haben anscheinend da ein bisschen dran gearbeitet oder sehr viel. So, Raincourt, Heathcliff und East Ridge. Gut, jetzt habe ich das gerade. Erstelle deinen Charakter. Kopf. Charakternamen eingeben. Dann darfst du da einmal raten. So. Kopf 1, Frisur. Das geht da oben rum, aber ich will. So eins. Ach, da muss man immer das nach A drücken, wenn man darüber gegangen ist. Machen wir mal so, ne? Kopfgröße 50. Gut. Halslänge, ja, das reicht. Halsumfang 54, Kieferngröße. Okay, nächste Körper. Schulterbreite. Ja, Brustumfang. Ja. Torsolänge. Torsodicke, Armlänge. Armumfang, Beinlänge, ach, das reicht, Beinumfang, ein bisschen Muckis. So. Und das letzte ist Hautfarbe, ach, das gefällt mir eigentlich alles so. Charakter erstellen, dann machen wir mal los. Ja. Klick über eine Chance, klick und halt, um die Karte zu ziehen. Verwende es im Zoom das Scrollrad. S Cliff, Raincourt und East Ridge. Ich glaube, hier sind wir ganz gut bedient. Da können wir die anderen gut erreichen, wa? Da sieht man aber noch nichts. Ja, dann nehmen wir, was heißt N21 E13? Steht hier N21 E097 und E445. Das sind wohl die Koordinaten, was? North 120, East 309. Okay. Klicke. Hier erscheinen. Aha. Man ist also quasi im Survival-Spiel.
Oh, guck mal. Ich werde mit Feuer geschmiedet. So, dann wollen wir erstmal gucken, was uns hier erwartet. So, es gibt ja Leute, die haben da schon 1000 Stunden drin gespielt. Das ist natürlich gewaltig. Und andere 600 und also das muss entweder es fesselt oder es fesselt dich wahrscheinlich, ne? So, Stufe 1, Nachmittag, abends. Im Chatten-Eingabe. So, wo muss ich jetzt hin hier? Keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Ist da hinten irgendwo ein Ausgang? Ja, da. Kann ich die Dinger hier einsammeln? Ah, aufheben. Da wollen wir die auch alle mitnehmen hier, ne? Da war eben noch was. Holz war hier eben. Stein. Runenkristall. Hier sind auch noch mal Runenkristalle. Die kann man alle bestimmt noch mal gut gebrauchen. Wenn wir hier raus sind, sind wir hier raus, ne? Was ist das hier? Hier, Runenkristall, da ist noch einer. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre auch einer, aber. Looks not so out. Dein. Nehmen wir mal vorsichtshalber einen mit, ne? Das gibt jedes Mal 14 Erfahrungspunkte. Das ist doch mal gar nicht mal so schlecht. Wow, Stufe 2, hurra! Jetzt muss ich hier. Warte mal, die. Weiter. Ah, das war die linke Taste. Gut. Also von diesem großen Xbox-Ding da, ne? So, hinzufügen: Leben, Mana, Tragekapazität 10. Leben habe ich 100, Mana, Schaden, Tragekapazität. Da will ich erstmal was hinzufügen. Okay. Stufe 2. Gucken wir mal, was hier oben ist, ne? Aha, Stein. Benötigt Stufe 1. Ausgerüstete Waffe erforderlich. Mhm. Zauberbuch. Nein. Stoffherstellung. Ach, da kann man was herstellen. Leder. Ah ja, muss ich ordentlich was sammeln, so wie es aussieht, ne? Runenschmiede. Irisit, Obsidian. Zauber der Stein, okay, gehen wir oben mal weiter. Tagebuch ist noch nichts drin. Nahkampf, Steinkopfaxt, Rüstung, Waffen. Waldlandstoff, Hut habe ich, ja super. Dynastie erstellen, Operazzi, benötigt Stufe 5. Innerhalb des Spiels gemeinsam zu bauen. Also, wenn ihr Kumpel habt, könnt ihr da auch gleich. Ach, man kann Kreaturen zähmen. Und was ist das hier? Leben, Mana, keine Ahnung. So, dann gehe ich jetzt mal wieder raus. Das ganze Ding kann man nicht mitnehmen hier.
Was bist du für ein Kristall hier? Das hätte ich auch gerne mitgenommen. Aber schade, da geht nicht. Sammeln wir erstmal alle auf hier, ne? Das ist Irreführung hier. Ach, da sind ja noch viele. Einen bestimmten Winkel haben. So, da will einer angesprochen werden, ne? So wie es aussieht. Willkommen. In letzter Zeit verlassen in diese und andere Höhlen geschmiedet durch das Feuer des Götterbluts. Kein Zweifel. Das heißt, könnt ihr das auch lesen? Ja, gut. Um ihnen den Weg zu weisen, sie wären ihr ersten Schritte dieser für sie neuen Welt zu begleiten. Wisst ihr, dass es überall in Ignus zahlreiche Rohstoffe gibt? Aha. Gut, hier hast du ein wenig Gelbe-Pinie, eine Pflanze, die in diesen südlichen Wäldern zu Hause ist und die du zu Stoff verarbeiten kannst. Öffne hierzu dein Herstellungsmenü und stelle 5-mal Stoff her. Okay. So, wie öffne ich jetzt mein Herstellungsmenü? Das war hier, ne? Ne, gelbe Pinie. Ja, das ist das Stoff. Plus 2, 4, 5. Und herstellen. Upp. Ah, das ist so einfach. Gefällt mir. Daumen hoch. Upp. Ach so, jetzt geht das einzeln. Lüpp. Lüpp, lüpp. Wo landen die? Aha. 4, jetzt habe ich gleich 5. Okay. Okay, jetzt habe ich 5 Stoff hergestellt. Sprich. Gute Arbeit. Wissensmenü. Oh, man kann auch fliegen. Oh, riesige Schlösser zu errichten. Du hast mir genug Stoff gebracht, um einen Waldlandstoff herzustellen. Daher werde ich dir meinen schenken. Außerdem überreiche ich dir ein wenig zusätzliche Stoff- und Runenkristalle, falls du dir selber Hüte herstellen willst, was ich dir natürlich nur empfehlen kann. Vergiss nicht, dein Inventar zu öffnen und ihn anzulegen. Jede Kleidung gewährt eine gewisse Menge an Rüstung, die dir dabei hilft, in Ignus zu überlegen. Okay. Okay, also Inventar. Oh, jetzt habe ich wieder aufgestiegen. So, Tragekapazität, Leben. 20 hinzufügen, Mana. Schaden. Das ist der, den ich austeile wahrscheinlich, ne? Da habe ich nur 10. Dann nehmen wir da mal was dazu. Okay.
Zauberbuch. Stoff, Stein, Holz. Herstellung. Tagebuch. Da steht noch nichts drin. Das ist ja ein Ding. So. Steinkopf, benötigt einen Punkt. Kampfhandschuhe, Wiederbahnen bis zu 6 magische Eigenschaften. Salomon Zauberstab. Nee, wo bin ich denn jetzt? Bei Wissen? Benötigt einen Punkt. Ich habe 6 Punkte. Oh, da kann ich ja irgendwas hier vergeben, ne? Nahkampf, Diebe. Präzise Distanzangriffe. Bilderbahn der Handschuhe. So, diese Steinkopf. Direkt Nahkampf. Benötigt einen Punkt. Ach so, mehr kann ich jetzt sowieso hier nicht abfegen. Benötigt Stufe 10. So, bis zu 6. Benötigt Stufe 1. Aha, den habe ich damit jetzt erzeugt. Man muss es gedrückt halten. So. Waldlandstoff Tunika, benötigt einen Punkt, dann nehmen wir die doch auch mal, ne? Jo. So, und dann haben wir hier noch Stab des Waldes. Flächenzauber. So, jetzt habe ich alles zusammen. Was auch immer ich jetzt gemacht habe, Waffen und Rüstung habe ich hergestellt, glaube ich. So. Gezähmt. Filter. Stein, Holz. So, jetzt will ich aber, warte mal. Waldlandstoff Food. Kann ich hier nichts anlegen? Hier ist doch mein Inventar. Wo sind denn die Sachen, die ich jetzt gerade da angeklickt habe? Komme ich da hin? Aha, hier Waffen. Waffen, Rüstung, Schmuckstücke, verfügbare Gegenstände und Reagenzien. Dann gehen wir mal wieder auf alles. Dann haben wir immer alles noch. Ist das ja übersichtlich, ne? So, dann gehen wir jetzt mal hier weiter rüber. Weiter Stoffhut, benötigt Stufe 1. Nee, will ich nicht ablegen. Wo kriege ich die denn jetzt her? Tunika, die habe ich doch gerade gehabt. Da. Das ist jetzt nur Wissen. Also ich könnte das wahrscheinlich dann benutzen, oder was? Rüstung. Da muss ich mal gucken. Kann ich denn jetzt die Tunika herstellen? Leder, Stoff. Butter. Aha, Waffen. Herstellung. Ah, da muss ich die herstellen. Waldlandstoffhute habe ich schon einen. Tunika, die kann ich nicht herstellen. Warum nicht?
Hosen, Stiefel, Stücke. Steinkopfaxt. Herstellung. Zauberstab habe ich schon. Kann ich nicht. Aha. So, den würde ich jetzt gerne ausrüsten. Hallo? Ach so, da kann ich einen von einem herstellen. Ach so, jetzt wird der Zauberstab hergestellt. Ich habe das im Spiel so eingestellt, dass das automatisch ausrüstet. War vielleicht gar nicht mal so doof. Das kann man in den Einstellungen so einstellen. Nur als Hinweis. Flump. Gut. Und eine Steinkopfaxt, die kann ich jetzt nicht herstellen. Gut, also gehen wir mal raus. Oh, da habe ich den. Du hast ein neues Herstellungsmenü. Öffne das Herstellungsmenü, um darauf zuzugreifen. Stoff. Herstellungstyp, Reagenzien, Stoff. Stoff, benötigt Stufe 0. Fell. Ach, das geht jetzt mal raus. Jetzt spreche ich nochmal mit ihr. Aha, es war klug. Erneut, mein Rat, immerhin gibt es noch so vieles, was du nicht verstehst. Gefährlich sein. Mahlzeiten. Öffne dein Herstellungsmenü, gib verbrauchbare Gegenstände am Flaschensymbol und stelle dann einen Salat her. Herstellung. Üppiger Salat. Was ist das? Ein Witz drin. Üppiger Salat. Ah, ich kann den aber anscheinend nicht herstellen. Obwohl ich doch alles hab. Ist das vielleicht der Beerensalat? Ah, da habe ich nicht genug von. Gucken wir doch mal, was wir hier haben. Brauchbare Gegenstände. Frischer Beerensalat. Benötigt. Da steht überall was von benötigt. Da habe ich aber nicht genug. Und da hinten, da unten sehe ich nichts. Da nicht rüber. Tut mir leid. Zauberbuch. Magieschule auswählen. Zauberessenz Arkan. Schule auswählen. Warte mal, da muss ich erstmal rüber gehen hier. Arkangeschoss. Oh.
Hier könnte ich ja schon was machen. Arkanstrahl. Moderaten Schaden 13 bis 19. 13 bis 26. Bewegungstempo. Kein Schritt. Zum Ort des Wirkens zurück. Aha. Essenzen können überall in der Welt. Lege sie hier ab, um Eigenschaften Eisblitz oder Feuer zu erfüllen. Okay. Zauberstab. Schule auswählen haben wir jetzt noch nicht. Kein Geschoss. Arkanstrahl, benötigt Stufe 3. Ach, das war falsch. Völlig falsch. Inventar. So, jetzt habe ich doch gerade eben was gemacht hier. Sauber herstellen. Aha, jetzt kann ich den herstellen. Oh, jetzt habe ich meinen ersten Zauber hergestellt. Juhu! So, jetzt markiere ich den auch mit A. Und dann teleportieren. Essenzen. Eile. Erhöht sich dein Bewegungstempo? Arkan Schritt. Gut. So, kann ich da jetzt noch mehr ranhängen an den Zauberstab? Ne, kann jetzt nur. Okay. Oh, das war doch wenigstens schon mal was, ne? So, jetzt sollen wir ja einen Salat herstellen hier, ne? Nicht herstellen, tut mir leid. Hergestellt. So, ich muss jetzt leider mal eben ganz kurz euch verlassen. Ihr könnt ja dann weiterspulen. Aber ich kann es nicht. Ich muss das hier durchleben.
So, ich hoffe, die grüne Leinwand ist jetzt wieder richtig. Geht gleich weiter. Muss ich nur wieder den richtigen Knopf finden. Da ist er wieder. Ja, so. Also, es war klug von dir, bla bla bla. Frischen Beerensalat. Benötigte Zielbelohnung. 100 F. Ach, da muss ich erst noch akzeptieren. So, jetzt muss ich da rein. Jetzt. So, jetzt haben wir hier. Ach, da steht ja jetzt auch. Da war ich ein bisschen schnell eben. Da war ich ein bisschen schnell. Jetzt wissen wir, wie es geht. Und da sieht man auch gleich, was man dafür Rohstoffe braucht. Finde ich gar nicht schlecht gemacht. Bing! Und jetzt wieder rausgehen und ansprechen und Belohnung. Oh, ich habe immer ein wenig davon, nur für den Notfall. Ich überlasse dir gerne ein bisschen. Du kannst den Soldat entweder mit Hilfe deines Inventars verzehren oder ihn ausrüsten, um den brüchigen. Aha. Ja, das mit dem Ausrüsten habe ich ja noch nicht so ganz hingekriegt. Ne? So. Belohnung abgeschlossen. Bitte lege alle Fehlernachricht. Bitte lege alle Questgegenstände ab. Okay, spreche ich Sie nochmal an? Hallo? Eins von eins heute hergestellt. Da stand jetzt irgendwas von Questgegenständen. Jetzt kriege ich 5. Bitte lege alle Questgegenstände ab. Was sind denn Questgegenstände? Muss ich doch mal die Maus nehmen hier. Aber die geht natürlich nicht. Das war völlig falsch. Jetzt habe ich diesen Salat da zu sehen. Drücke jetzt gerade mal das Steuerkreuz. Ach, ich verzehre den jetzt oder was mache ich jetzt? Er wird ja immer weniger da. So, also nochmal ansprechen. Also, da muss ich ja wieder auf sie zeigen. Aha. Solltest sie zubereiten, bevor du dich ins Abenteuer stürzt. Stelle einen Salat mit den Ressourcen her, den ich dir. Frischer Beerensalat, Menge 5, Belohnung. Frischen Beerensalat hergestellt. Was muss ich jetzt machen? A, fortsetzen.
0 von 1 frischer Beerensalat hergestellt. Also muss ich jetzt wieder da reingehen. Wandern. Ja, würde ich ja gerne machen. Spreche ich noch mal mit ihr. Null von eins Beerensalat hergestellt. Brauchbare Gegenstände. Kann ich nicht. Selbstentzündungs... Ach, Quatsch. So, Krähenbeerensamen, Geißorchidee und Pilze brauche ich dafür. Nee, das war falsch. So, jetzt will ich mal gucken hier. LT, beiden Zauber, die ich damit auslöse, ne? Aber verstehe nicht, was das Pluszeichen da bedeutet. Sprich noch mit ihr. Das habe ich ja gemacht. Jetzt was sammeln hier oder was? Den nehmen wir doch mit, ne? Die anderen hatten wir ja schon probiert. So, Gedankennahrung. Die ich dir gegeben habe. Fortsetzen drücke ich A. So. Jetzt gehe ich da rein. Zauberbuch, das war ja nicht das, was wir machen sollen. Tagebuch. Gedankennahrung. Da kann man sich das nochmal angucken. Okay. Einen frischen Beerensalat hergestellt. Ich kann den aber nicht herstellen, weil die Zutaten fehlen. Sprich mit ihr, Mann.
Was ist denn für einer hier? Tutorial. Jeder Spieler besitzt ein Inventar. Hier kannst du Gegenstände für deinen Charakter anlegen oder Essen und Tränke konsumieren. Inventar, da gehe ich jetzt rein. So. Da habe ich noch nichts für Brauchbare. Den habe ich den konsumiert. So, Dynastie erstellen brauche ich jetzt nicht. Das haben wir auch schon alles gemacht hier, den Schilderkramer, warum ich die nicht habe. So. Was will der Mutant? Holz. Rezepte. Farbstoff. Besen. Ah. Waffen. Rezepte und Wissen. Thron ist ein Bauwerk beanspruchswert. Feuerstelle. Aha. Herstellung. Das bringt mich aber jetzt nicht wirklich weiter. Die gibt mir aber ja nichts. Oh Mann. Das war der falsche Knopf. Den hier, ne? Den sehen wir alle, ja. Also nochmal Herstellung. Ich kann aber hier nichts herstellen, das ist ja doch alles. Sonst wäre das doch da. Questgegenstand. Da habe ich aber doch nichts. Bin ich zu blöd jetzt? Verstehe ich nicht. Tagebuch, Gedankennahrung. Kriege ich 5 Stück, ja. Ändert nichts. Ich hab's nicht. Tutorial Quest, ja. So, B. B. Ich hab auch keine Ahnung, was da unten das, dieses Plus ist da. Damit habe ich jetzt
So, drücke ich mal hier R. R. C. Passiert auch nichts. F. G. Ne. Ich komme nicht an dieses Ding da ran. Dann kann ich auch wieder hier den Controller nehmen. Tja. Dann habe ich jetzt hier schon mal ein Problem. Immer noch nicht. Da kommt auch nichts anderes. Ja, dann lassen wir das. Dann gehen wir mal ein bisschen durch die Gegend hier jetzt, ne, wie wir das eben schon gemacht haben. Ich dachte, ich könnte hier vielleicht irgendwas finden. Geistorchidee aufheben. Also habe ich doch was gefunden. Hier noch irgendwas hier? Ne, taucht nichts mehr auf, was ich nehmen könnte, ne? Die Pilze hier, die wären doch noch was für gewesen. Da, Pilze. Pilze mal eins. Die muss man sich jetzt zusammensuchen hier, wa? Gehen wir noch mal da rein. Dann gucken wir noch mal nach, was wir dann da brauchen. Für einen frischen Beerensalat. Kriegen wir in sagen, Geißorchideen haben wir und Pilze. Jetzt brauchen wir noch Krähenbeerensamen. Okay, dann müssen wir die jetzt suchen. Sag ich mal so. Das sind so Büsche mit roten Beeren dran, ne? Pech gehabt. Ja, schön. Ja, hätte ich gedacht, das sind welche hier, aber ne.
die wir irgendwo finden. Das ist, das kriegen wir noch raus, aber im Moment muss ich ja diesen Mist hier finden. Krähenbeeren. Ich hätte jetzt gedacht, die sind da irgendwo in der Nähe. Ist auch nicht irgendwo eine Krähe zu sehen, ne? Komisch, das andere habe ich doch alles gefunden. Auf dieser Seite war ich, glaube ich, noch nicht so. Ja. Ja, da werde ich jetzt erstmal Schluss machen und mal gucken. Ja. Gut, das ist ja schön und gut. Was zeigt er mir da oben denn an? Nachmittags abends. 1139 Meter. Ein Schiff? Was ist das? Keine Ahnung. Ja, denn ist das wohl im Moment nicht wirklich möglich, diese Aufgabe zu erfüllen. Na. Gut, ich werde wahrscheinlich ein bisschen weiter forschen, aber ich mache jetzt erstmal Ende mit dem Stream. Bis hierhin sind wir ja schon mal gekommen. Ich werde das dann auch nochmal fortsetzen, das Tutorial, wenn ich jetzt weiß, wie ich an diese Krähenbeeren komme. Ja, dann danke ich erstmal fürs Zuschauen. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich über ein Gefällt mir, über ein Abo sowieso. Und wenn du beim nächsten Video auch wieder dabei bist, ja, bis dahin, bleib gesund. Tschüss.